Bei strahlendem Sonnenschein als Favorit gegen den SV Heimstetten, der seit 2012 nicht mehr gegen den kleinen Club gewonnen hat. Michael Wiesinger und Nürnbergs Nachwuchs konnten entspannt aufs Spiel gegen den SVH schauen. Doch dieser SVH sorgt sofort für Spannung. 5. Minute, Severin Müller mit dem Solo über den halben Platz und da muss sich Benedikt Willert gleich mal lang machen. 17. Minute, jetzt auch mal Nürnberg. Schleimer setzt sich durch, legt ab und Tim Latteyer muss nur noch einschießen. Schön durchkombiniert zum 1:0, Tim Latteyer mit seinem 3. Saisontor. 2 Minuten später, Freistoß auf der anderen Seite. Riglewski bringt ihn vors Tor und Cavadias nickt ihn rein. Heimstetten gleicht postwendend aus. Fabian Cavadias macht hier sein erstes Regionalliga-Tor. Dann die 30. Schleimer bekommt den Ball, legt ihn sich vor und zaubert ihn ins Netz. Was für ein Schuss, was für ein Treffer, genau in den Winkel und so gar nichts zu halten für Riedmüller. 2:1 Nürnberg, 5. Saisontor für Schleimer. 39. Minute, langer Klubball, den Beckenbauer da unterschätzt und der ihm zum Verhängnis wird. Beckenbauer stoppt Häuser als letzter Mann, vertretbare Entscheidung, rot für den Kaiserenkel, Heimstetten 50 Minuten in Unterzahl. Das rächt sich nach dem Seitenwechsel. 66. Minute, Katastrophenfehlpass, Latteyer schaltet sofort um, sieht Tankstedt, Kaspar Tankstedt zieht ab und macht den Deckel drauf. Der kleine Club feiert schließlich einen verdienten Sieg. Heimstetten kann gegen die Franken weiter nicht gewinnen.